Deutschlandfunk Kultur Lesart. Gestern hatten wir hier den Schriftsteller Christian Baron zu Gast für ein Gespräch über seinen neuen Roman Schön ist die Nacht. Das ist ein Buch, das an seinen großen Erfolg Ein Mann seiner Klasse anschließt. Christian Baron hat da von seiner Familie erzählt, von einem Leben in Armut am Rand der Gesellschaft in Deutschland. Und bei seinem neuen Roman schaut er dafür auf die Generation seiner Großeltern. Wir haben Christian Baron auch gefragt, ob es ein Buch gibt, das für sein Leben ganz besonders wichtig war. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Das Buch meines Lebens ist der Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der viel Wiederholung mag in der Literatur, aber dieses Buch lese ich bestimmt einmal im Jahr wieder. Es hat mich zum ersten Mal mit Anfang 20 gepackt. Da ist mir es in die Hände gefallen im Rahmen des Germanistikstudiums. Ein Seminar über die Literatur der Weimarer Republik, und dieser Franz Bieberkopf, der hat mich nicht schlafen lassen. Also nicht nur, weil ich ganze Nächte durchgelesen habe, sondern auch, weil ich von dieser Figur so begeistert war. Er verkörpert Ambivalenzen, wie man sie im wahren Leben kennt, und trotzdem hat Döblin das so kunstvoll aufgeschrieben mit dieser Montagetechnik, wie ich das vorher und nachher nie wieder in einem Buch gelesen habe. Diese Sprache ist so, sie ist auf der einen Seite sehr expressiv, sie wird diesem Charakter gerecht, der kein reiner Held ist, aber auf der anderen Seite auch wieder so, spricht er immer wieder so, dass man denkt, ich will dich einfach nur mal in den Arm nehmen, du komischer Typ. Und dann wird es vielleicht wieder. Und dieses Straucheln und nicht auf die Beine kommen, das ist etwas, das, so was man normalerweise als die Conditio Humana bezeichnet, trifft das sehr gut. Oder wenn man auch so will, das Leben im Kapitalismus beschreibt das ganz, ganz wunderbar. Und ich empfehle dieses Buch wirklich, wo es nur geht, jedem Menschen weiter, der mir irgendwie begegnet und mit mir über Bücher redet. Christian Baron sagt, Leute, lest Berlin, Alexanderplatz von Alfred Döblin. Und Christian Barons eigenes neues Buch, Schön ist die Nacht, das ist gestern im Klasen Verlag erschienen. Und unser Gespräch mit ihm, das finden Sie natürlich auf unserer Homepage.